Heute kümmern wir uns wieder um den Sven und seine Hundefreunde. Und zwar geht es mir in der Hundegesundheit einmal um ein Thema, das ein ganz wichtiges ist. Es geht um den Durchfall beim Hund. Und für den Durchfall beim Hund mache ich für den Sven immer die morosche Karottensuppe. Und zwar ist das eine relativ einfache Suppe. Man braucht da nur Karotten und Wasser. Man kann etwas Speisesalz hinzugeben, muss das aber vorher abklären mit dem Tierarzt, damit festgestellt wird, ob der Hund nicht ein Nierenproblem hat, ja, irgendeine Nierenkrankheit. Der Durchfall muss aus meiner Sicht, wenn das länger als einen Tag dauert, auf alle Fälle beim Tierarzt angeschaut werden. Das muss ein Fachmann sich anschauen und abklären. Da helfen die Fachleute aus Facebook oder sonst irgendwoher auf irgendwelchen Plattformen gar nichts. Da schnappe ich den Sven, wenn er einen Durchfall hätte. Er hat eh noch keinen gehabt. Jetzt ist er schon 10 Monate alt. Und ihr seht, wie ein Zirkushund sitzt er da und man kann ihm mit Fressereien natürlich sogar zum Sitzen bewegen. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Zurück zur Moro-Suppe. Wo kommt diese morosche Suppe her? Dr. Ernst Moro war ein Kinderarzt eigentlich und der hat für seine Hunde auch diese 1908 Suppe eingesetzt. Der hat gelebt bis 1954, war eigentlich Kinderarzt und hat diese Suppe eingesetzt zur Darmgesundheit bei Kindern. Und zwar wurde das eingesetzt, bevor das Antibiotika gekommen ist. Die Suppe wird sehr lange gekocht, wird ganz stark übergekocht. Ich nehme einfach die Karotten, gebe Wasser drauf, koche das einmal ordentlich auf und dann drehe ich das zurück und lasse das 90 Minuten auf kleiner Flamme so dahin köcheln. Durch dieses starke Überkochen bilden sich sogenannte Oligosaccharide und die machen Folgendes: Diese Suppe wird dann püriert und die, von der Konsistenz her soll die so sein, ungefähr wie eine Buttermilch auch ist. Ja. Dies wird dann dahingehend püriert und dieser Brei reinigt dann den Darm. Und die Bakterien haften am Darm und machen dort die verschiedenen unangenehmen Sachen, damit der Hund dann Durchfall kriegt. Und diese Oligosaccharide machen den Darm so glatt, damit diese Bakterien sich dort nicht halten können. Normalerweise ist nach einem Tag morosche Suppe wieder der Stuhlgang beim Hund ganz normal. Wenn das was Hartnäckiges ist, dann kann das natürlich auch länger dauern. Ganz wichtig, bitte merkt euch, dass die Hunde nicht selber behandeln, fragt sie auf Facebook noch, was denn da zu tun wäre, sondern schnappt den Hund, wenn er Durchfall hat, und geht mit ihm zum Tierarzt, weil ein Welpe oder ein Seniorhund kann durch einen Durchfall schon in eine tödliche Situation kommen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und jetzt, ich werde euch noch ein bisschen was über die Suppe erzählen, aber das machen wir dann am Herd, wenn wir die Karotten aufsetzen, sehen wir einander gleich wieder. So, da sind wir schon am Herd. Ihr seht da, ich habe da Karotten geschnitten. Das habe ich jetzt mit Wasser bedeckt. Und jetzt stelle ich das einmal auf die größte Stufe, damit das einmal aufkocht. Jetzt haben wir möglicherweise wieder eine Rückkopplung da dann drauf. Deshalb schalte ich da jetzt noch kurz aus, erzähle euch noch ein bisschen was. Wenn das erste Mal aufgekocht ist, habe ich eben da den Deckel drauf. Wenn das erste Mal aufgekocht ist, stelle das auf eine kleinere Stufe, wo das nur mehr so simmert, ganz leicht kocht, und stelle mir dann 90 Minuten ein. Meine Frau hat gesagt, ich soll noch mal darauf hinweisen, das kommt aus der Kindermedizin. Ja, das können auch Erwachsene können das natürlich, diese Karottenbrei ist es ja mehr, ja, diese morosche Suppe können Mensch und Tier natürlich essen und verwerten. Man kann das verfeinern mit einem Honig, man kann zum Beispiel ruhig einmal einen Karottentag für einen Hund machen und eventuell ein paar Geflügelstücke drunter geben. Ja, dann ist das vorbeugend, das tut dem Darm auf alle Fälle gut und beim Welpen in der Entwicklung natürlich auch gut. Ja.
wie oft nimmt man diese Suppe ein? Man gibt dem Hund je nach Körpergröße, ja, ungefähr 20% des Volumens, das er normalerweise trinken soll. Ja, wenn der einen Liter trinken soll am Tag, dann gebe ich ihm 200 Milliliter von dieser Suppe. Und das muss man sich dann selber ausrechnen, wie viel er da braucht. Eine halbe Stunde vor der normalen Fütterung kommt die Morosche Suppe. Ich werde dem Sven, für den Sven das kochen und gebe es dann in ein Rexglas. Ja, ich tue mir das einrexen. Sie können das natürlich auch einfrieren. Das ist auch super im Sommer kühlend. Ihr könnt es einfach in einen Gefrierbeutel geben und so einen Kegel vielleicht formen, in den Tiefkühler stellen, dann habt ihr einen Kegel und ihr könnt es dann im Sommer, wenn es heiß ist, dem Hund das geben zur Kühlung. Und wenn er mal einen Durchfall hat, dann habt ihr das recht schnell bei der Hand und braucht nicht dann 1,5 Stunden warten, bis die Suppe fertig ist. Ja. Wie geht's weiter? Sobald es kocht, schalte das auf kleine Stufe zurück und in 90 Minuten sehen wir einander, wenn ich das in den Blender gebe und ordentlich durchmixe. Der Sven ist gerade dabei zu trainieren für die Weltmeisterschaft des Schwanzfangens. Da liegt er sicher ganz gut, weil das übt er den ganzen Tag. Ihr Lieben, wir sehen einander gleich. So, ihr Lieben, ihr seht es jetzt. Schaut's her. Ich habe das bereits im Blender gemixt. Ihr könnt es mit dem Pürierstab machen, durch ein Sieb, alles mögliche. Und jetzt schaut's her, das ist die richtige Konsistenz. So passt es perfekt. Das ist in etwa wie ein Buttermilch. Das lasse ich jetzt, das gebe ich jetzt dann in ein Rexglas und werde das gleich einrexen und im Keller aufstellen, damit der Sven das dann im Bedarfsfall gleich hat, wenn er mal einen Durchfall kriegt. Oder ich nehme es dann zu einem späteren Zeitpunkt einmal raus, tue es über Nacht tiefkühlen, wenn ich weiß, am nächsten Tag ist sehr heißes Wetter. Wie füttert man das normalerweise, wenn der Hund einen Durchfall hat? Dann ganz normal Zimmertemperatur und wie gesagt, ca. 20% von dem, was der Hund normalerweise an einem Tag trinken soll. Ja, die vorgegebene Wassermenge, die er zu sich nehmen soll. So, ihr Lieben, das ist es gewesen. Morosche Karottensuppe für den Hund und für den Menschen. Es hilft allen. Wie gesagt, bei Durchfall aber den Hundeliebling unbedingt beim Tierarzt vorstellig machen. Gerne kocht mit Sven, der gerade irgendwo davon geflitzt ist. Kocht es noch, lasst es euch schmecken. Sven? Kommt er? Ja, da. Ja, wo ist er? Wo ist er? Komm! Jetzt musst du hingehen. Geh mal hin, dass ich sehe. Ja, genau. Decke hat er mit. Alles in Ordnung. Kocht es noch. Lasst es euch schmecken. Pfiat euch gut.